Ein kleines schneebedecktes Häuschen in den französischen Alpen. Ein Traum für Wintersportler, aber auch für die meisten Touristen. Die Sonne, die sich in den Kristallen an den Fenstern bricht. Und die Stille, die nur von dem Zwitschern der Vögel gebrochen wird. Es ist zu still. In dem schönen Winterhaus liegen 5 Leichen. 3 davon sind Kinder. Das dunkelbraune Echtholzparkett ist besprenkelt mit Blutflecken. Doch nur wenige Stunden später wird das Chalet wieder in seinem alten Glanz erstrahlen und nichts deutet mehr auf das grausame Verbrechen hin, was sich darin zugetragen hat. Fast nichts. In den Fugen des schönen Parketts verbirgt sich noch etwas. Ein Hinweis auf die grausame Wahrheit. Wir schreiben den 12. April 2003. Der 14-jährige Mario Leblanc bahnt sich den Weg durch die schneebedeckten Straßen in Les Grands Bornands. Die kleine, von Bergen umgebene Gemeinde in den französischen Alpen ist ein beliebtes Ziel für Wintersportler. Oder einfach für diejenigen, die ihren Urlaub in einem der luxuriösen Holzhäuser verbringen und Kakao vor dem Kamin trinken wollen. Das zumindest ist die Vorstellung, die Mario von seinen Osterferien hat. Genervt von den vielen Klausuren und dem Unterricht der letzten Tage, freut er sich darauf, endlich einmal etwas anderes zu sehen und nach längerer Zeit mal wieder auf dem Snowboard zu stehen. Da die Hauptsaison für Wintersport bereits vorbei ist, sind die Straßen des 2000-Einwohner-Dorfes wie leergefegt. Neben vereinzelten Touristen sind jetzt wirklich nur noch die Leute unterwegs, die hier auch leben. Eine davon ist Graziella Ortolano, Marios Mutter. Seine Eltern sind geschieden. Der 14-Jährige lebt bei seinem Vater, aber wann immer er frei hat, reist er nach Les Grands Bornands, um Zeit mit seiner Mutter zu verbringen. Mario kommt vor einem der Chalets zum Stehen. Das luxuriöse Holzhaus hat sich seit seinem letzten Besuch kaum verändert. Es ist eines der größten in der Gegend und kostet vermutlich ein kleines Vermögen. Aber um Geld braucht sich Graziella nicht zu sorgen. Vor einigen Jahren hat sie Javier Flaktiv geheiratet. Der Bauunternehmer aus Nordfrankreich hat die Gegend rund um Les Grands Bornands so schön gefunden, dass er beschlossen hat, sich dort niederzulassen. 1999 zog er zusammen mit Graziella in das rund 300 Quadratmeter große Chalet, das er zuvor selbst bauen ließ. Javier verfolgt schon immer einen luxuriösen Lebensstil. Durch seine charismatische und ehrgeizige Art hat er als Immobilienmakler einige Erfolge verzeichnet. Und so konnte er mittlerweile zahlreiche Ferienhäuser in der Gegend sein eigen nennen. Javier zeigte gerne, dass er viel Geld hat. Er veranstaltete nicht nur luxuriöse Partys in seinem Haus, sondern hatte auch 4 Autos und zahlreiche Motorräder, die nicht alle in der Garage des Hauses untergebracht werden konnten und so an der Straße oft neugierigen Nachbarn ins Auge fiel. Ihr könnt euch vermutlich denken, dass Javier zahlreiche Neider hatte, die ihm seinen Erfolg nicht gönnten oder die Art, wie er seinen Reichtum nach außen präsentierte, nicht gut hießen. Aber hinter dem, was die Öffentlichkeit von ihm sah, verbarg sich ein liebevoller Familienvater. Graziella und Javier hatten 3 Kinder. Gregory, Letizia und Sarah waren ihr ganzer Stolz. Aber auch Mario, Graziellas Sohn aus erster Ehe, war bei der Familie immer willkommen. Es ist kurz nach 10 Uhr morgens, als Mario die Klingel des großen Holzhauses bis zum Anschlag drückt. Niemand reagiert, so wie schon bei seinen ersten 3 Versuchen. Mario weiß, dass seine Stiefgeschwister, die mittlerweile zwischen 7 und 11 Jahren alt sind, in den letzten Tagen für ein Skirennen trainierten. Aber er dachte, dass zumindest seine Mutter zu Hause auf ihn warten würde. Sie wusste schließlich, dass er heute zu Besuch kommen würde. Aber auch ein Anruf bei ihr bleibt unbeantwortet. Die meisten der Vorhänge sind zugezogen. Dort, wo Mario ins Hausinnere gucken kann, sieht alles normal, aber verlassen aus. Mario beschließt, vor dem Haus zu warten. Spätestens zum Mittagessen würden die 5 sicher wieder zurück sein. Der Vormittag geht vorüber und Mario beginnt immer mehr zu frieren. Wenn er gewusst hätte, dass er so lange draußen in der Kälte stehen muss, hätte er sich wärmer angezogen.
Als auch nach 3 Stunden niemand von der Familie nach Hause kommt oder auf Marios Anrufe reagiert, beschließt dieser zu Christine, einer Freundin seiner Mutter, die in der Nähe wohnt, zu gehen und dort zu warten. Mario verbringt den ganzen Tag und sogar die Nacht bei ihr. Seine Mutter hat sich nicht gemeldet und das Haus scheint weiterhin verlassen zu sein. Am nächsten Morgen machen sich Mario, aber auch Christine Sorgen. Vielleicht hat es einen Unfall gegeben und deswegen meldet sich Graziella nicht. Alles andere würde nicht zu ihr passen. Die beiden beschließen, das Haus einmal genauer anzuschauen. Ihnen gelingt es, sich durch einen Seiteneingang Zugang zu verschaffen. Die Vermutung, dass das Haus verlassen ist, bestätigt sich. Das Gefühl, durch das große und stille Chalet zu gehen, ist besonders für Mario merkwürdig. Immer wenn er hier ist, ist das Haus eigentlich mit Leben gefüllt. Aber dieses Mal ist alles anders. Das ist nicht das Einzige, was ihm merkwürdig vorkommt. Obwohl besonders Javier Wert darauf legt, dass elektrische Geräte ausgeschaltet werden, wenn niemand zu Hause ist, sind 2 Computer eingeschaltet. Außerdem ist es sehr ordentlich und aufgeräumt. Das ist jetzt nicht per se etwas Ungewöhnliches, aber die 3 Kinder des Paares sorgten dafür, dass zumindest hier und da ein paar Sachen herumliegen. Aber jetzt wirkt alles nahezu klinisch rein. Was außerdem nicht ins Gesamtbild passt, ist die Tatsache, dass bei sämtlichen Betten im Obergeschoss die Kissen, Decken sowie Bettlaken fehlen. Christine, die sich auch sicher ist, dass Graziella ihren Sohn niemals versetzen würde, alarmiert die Polizei und berichtet von den merkwürdigen Vorkommnissen. Die Polizei sucht das Haus ab und findet neben den bereits oben erwähnten Dingen keine weiteren Hinweise auf den Verbleib der Flaktivs. Auffällig ist aber, dass auf dem Herd noch ein Topf mit Essen steht. Dementsprechend deutet eigentlich nichts auf einen Urlaub oder ein geplantes Verschwinden der Familie hin. Am nächsten Tag beginnt die Polizei, die Anwohner zu befragen. Dabei fällt ihnen schnell auf, dass Neid ein viel größeres Thema ist, als sie anfangs dachten. Besonders Javier gegenüber sind viele negativ eingestellt. Ihnen gefällt die Art nicht, wie er sein Vermögen zur Schau stellt. Außerdem gehören ihm viele der umliegenden Häuser und Javier ist dafür bekannt, hohe Mieten zu verlangen. Bei einem TV-Interview, in dem David Hotyard, der Nachbar der Familie, interviewt wird, wird der Neid deutlich. Man kann schon von draußen erahnen, wie riesig dieses Chalet ist. Drinnen gibt es was weiß ich wie viele Ledersessel und einen riesigen Fernseher. Er besitzt mehrere Geländewagen und einen Mercedes. Und anscheinend auch einen Porsche, den ich aber selbst noch nie gesehen habe. 4 Tage später ordnet die Staatsanwaltschaft eine gründliche Hausdurchsuchung an. Sie sind sich sicher, dass der Weg zur Aufklärung des Verschwindens über das Haus geht. Irgendetwas müssen die Ermittler übersehen haben. Dieses Mal fällt den Polizisten schnell der Kontrast zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. Stock auf. Während das Wohnzimmer im Eingangsbereich nahezu penibel gereinigt wirkt, ist das Obergeschoss chaotisch. Teile eines Teppichs wurden herausgeschnitten und ganze Stücke der Tapete fehlen. Irgendetwas muss hier passiert sein. Einige Stunden vergehen, in denen die Ermittler nicht vorankommen. Es scheint, als würde es ein Rätsel bleiben, was sich in dem schönen Haus abgespielt hat. Doch als die Ermittler den Holzboden des Wohnzimmers genauer absuchen, finden sie zwischen den Dielen ein abgebrochenes Stück eines Zahnes. In den nächsten Minuten folgen auf das eine Stück 6 weitere. Sie sind alle so winzig, dass sie in die kleinen Fugen des Parketts gerutscht sind. Während das Labor damit beschäftigt ist, herauszufinden, zu wem die Zähne gehören, geht die Durchsuchung im Chalet weiter. Hinter einem Vorhang im Wohnzimmer finden die Ermittler schließlich eine Patronenhülse des Kaliber 6,35. Daneben sieht man auf dem Holz noch winzige Blutspritzer. Dadurch gibt es jetzt keine Zweifel mehr daran, dass sich in diesem Haus ein Verbrechen abgespielt hat. Doch es fehlen noch weitere Hinweise, um einen genaueren Ablauf rekonstruieren zu können. Da es ewig dauern würde, das fast 400 Quadratmeter große Chalet mit der kleinen Gruppe an Ermittlern abzusuchen, fordert die Polizei Hilfe bei der Nationalgendarmerie an. Bereits am nächsten Tag trifft ein riesiges Team ein, das das Haus Zimmer für Zimmer mit Hilfe von Luminol absucht. Dabei handelt es sich um eine chemische Verbindung, mit der man Blutspuren sichtbar machen kann. Sogar dann, wenn diese weggewischt wurden. Und das Ergebnis ist erschreckend. Überall im Haus befindet sich Blut.
Die Polizei bezeichnet ihren Fund sogar als wahres Blutbad. In den Kinderzimmern, auf der Treppe und auch in den meisten übrigen Räumen befinden sich große Mengen an Blut. Außerdem findet man auf den Fluren blutige Schleifspuren und unter einem Teppich befinden sich sogar die blutigen Umrisse eines Körpers. Gemessen an der Menge an Blut ist der Polizei klar, dass hier mehr als eine Person ermordet wurde. Unklar ist aber noch, ob die Familie das Opfer dieser Tat wurde oder ob sie vielleicht selbst die Täter sind. Zu diesem Zeitpunkt verdächtigt die Bevölkerung Javier, seine Familie ermordet und sich ins Ausland abgesetzt zu haben. Es wird aber auch für möglich gehalten, dass Graziella sich trennen wollte und Javier sie ermordete und die gemeinsamen Kinder entführte. Ein paar Informationen, die an die Öffentlichkeit geraten, befeuern diese Theorie noch zusätzlich. Zum einen war bekannt, dass Javier gelegentlich dubiose Geschäfte betrieb, wodurch das Gerücht aufkam, dass er eigentlich hoch verschuldet war und seine Familie aus Verzweiflung ermordete. Und zum anderen findet man eine Woche später seinen roten Toyota Land Cruiser verlassen am Genfer Flughafen vor. Auch hier findet man bei einer Untersuchung mit Luminol heraus, dass der gesamte Kofferraum voller Blut ist. Das bestärkt natürlich die Vermutung, dass Javier sich nach dem Mord an seiner Familie ins Ausland absetzte. Ein Anwohner sagt dazu später: Niemand hätte zu diesem Zeitpunkt ernsthaft gedacht, dass Javier irgendetwas zugestoßen ist. Doch am 15. Juli sind endlich die Laborergebnisse des Blutes da. Sowohl im Haus als auch im Auto befindet sich das Blut von allen 5 Familienmitgliedern. Auch das von Javier. Man kann es sogar konkretisieren. Unten in der Waschküche befindet sich eine große Menge von Graziellas Blut. In einer Ecke des Wohnzimmers das von der Tochter Sarah. An der Heizung ist das Blut von Gregory und Raffier. In einem der Kinderzimmer ist das Blut von Letizia. Die Zahnstücke können ihr zugeordnet werden. Die Menge des Blutes ist so immens, dass davon ausgegangen wird, dass keiner von ihnen überlebt haben kann. Nachdem man sich jetzt sicher ist, dass Raffier seine Familie nicht ermordet hat, geht die neue Theorie der Bevölkerung in die Richtung, dass die Familie aufgrund Raffiers dubioser Geschäfte ermordet wurde. Javier besaß über 70 Konten und stand wegen seiner Geschäfte bereits in der Vergangenheit vor Gericht. Bei dem Prozess hat er sogar seine Erlaubnis zur Unternehmungsführung verloren. Es wird gemutmaßt, dass das auch der Grund sei, warum er sich in das abgelegene Alpendörfchen absetzte. Mittlerweile weiß man auch, dass diverse Wertgegenstände sowie die Arbeitslaptops von Javier gestohlen wurden. Auch das könnte ein Indiz auf einen wütenden Geschäftspartner sein. Neben dem Blut der Opfer hat die Polizei noch eine weitere DNA im Haus feststellen können. Diese gehört mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Täter. Es wird eine groß angelegte Aktion gestartet, bei der von allen Anwohnern, die sich dazu bereit erklären, eine Speichelprobe genommen wird. Dabei können über 300 Personen ausgeschlossen werden. Viel interessanter ist für die Polizei allerdings, dass alle Bewohner, die um eine Probe gebeten wurden, direkt zugesagt haben. Alle bis auf eine. David Hotyard, der Nachbar der Familie, den ich zu Beginn bereits zitiert habe, hat keine Probe abgegeben. Auch der Polizei war er bereits aufgefallen. Als sie damals das Gelände abgesperrt haben, beobachtete er das Treiben penibel mit einem Fernglas. Die Polizisten weisen ihn darauf hin, dass er sich verdächtig mache, wenn er keine Probe abgebe. Daraufhin willigte David ein. Und 2 Tage später hat man Gewissheit. Seine DNA stimmt mit der vom Tatort überein. Als David Hotyard genauer überprüft wird, fallen den Ermittlern noch mehr Hinweise auf, die für seine Schuld sprechen. David lebt seit 2 Jahren in Le Grand Bonneau. Mit seiner Frau Alexandra Lefebvre hat er 2 kleine Kinder. Das Geld ist bei ihnen immer knapp bemessen. David arbeitet als Automechaniker und Alexandra als Putzhilfe. Auch sie äußert sich nach dem Verschwinden der Familie bei einem Interview negativ. Ich habe für sie gearbeitet. Nicht lange, nur eine Woche. Es gab ständig Probleme. Er war offensichtlich ein Betrüger. Dauernd riefen Leute an und beschwerten sich. Es hieß: Lassen Sie mich in Ruhe. Sie können mich mal. Mistkerl.
Durch ihr niedriges Einkommen hatten sie Probleme, ihre Miete zu bezahlen. Und vielleicht könnt ihr euch schon denken, wer der Vermieter von ihnen war. Javier Flaktiv. In der Vergangenheit hatten sie schon oft gestritten, da Javier die Miete erhöhte und das Haus der Familie in der Hauptferienzeit anders vermietete. Das fand das Paar unfair. Javier hatte bereits so viel Geld. Warum kam er ihnen nicht wenigstens ein bisschen entgegen, wenn es um die Miete ging? David und Alexandra waren mit einem anderen Paar besonders eng befreundet. Mit Stefan Haremsa und seiner Frau Isabel. David und Stefan waren in der Vergangenheit bereits auffällig geworden, weil sie kleinere Straftaten begingen. So pumpten sie zum Beispiel das Benzin von anderen Autos ab und haben gestohlen. Obwohl Davids DNA am Tatort, sein Neid und die problematischen Mietverhältnisse bereits für seine Schuld sprechen, benötigt die Polizei noch mehr Beweise. Es ist auch noch nicht klar, ob er den Mord allein begangen hat oder ob er Unterstützung hatte. Die Polizei fängt an, sein Telefon abzuhören und sein Auto zu überwachen. Durch verschiedene Telefonate mit Alexandra wird schnell klar, dass im April etwas vorgefallen sein muss. Alexandra spricht davon, dass sie sich seitdem unwohl fühle und nicht mehr wisse, ob sie Isabel noch trauen könne. Am 17. September 2003 genügen der Polizei die Hinweise und sie nehmen alle vier Verdächtigen fest. In Davids und Alexandras Haus finden sie alle fehlenden Wertgegenstände der Flaktivs. Und in ihrer Garage befinden sich sogar Spielsachen, die Gregory, Letizia und Sarah gehörten. Anders als erwartet, zeigt sich David direkt einsichtig. Bereits bei seiner ersten Befragung gesteht er die Tat. Er sagt, dass er wütend gewesen sei wegen der hohen Miete und darüber, dass ihr Haus in den Ferien weitervermietet wurde. Am 11. April sei er zeitgleich mit Javiers Kindern an deren Haus angekommen. Die drei hätten ihn hereingelassen und er habe drinnen auf Javier gewartet. Weil er Angst vor ihm gehabt hätte, trug er eine Pistole bei sich. Er wollte mit Javier noch einmal über die Miete sprechen, doch das Gespräch eskalierte. Versehentlich habe sich ein Schuss gelöst und Javier wäre tödlich verletzt worden. Aus Panik habe er im Anschluss alle Zeugen, also seine Frau und seine Kinder, getötet. Die Leichen habe er in Decken und Laken aus dem Schlafzimmer gewickelt und in das Auto von Javier gelegt. Danach habe er das ganze Haus gereinigt und wäre mit mehreren Benzinkanistern und den Leichen in einen 10 Kilometer entfernten Wald gefahren. Dort habe er die Körper abgelegt, mit Benzin übergossen und angezündet. Nach 3 Stunden wären die Körper vollständig verbrannt gewesen, weswegen David erstmal zurück nach Hause fuhr. Ein paar Tage später habe er das Auto am Genfer Flughafen abgestellt und die Pistole an seinen Bruder in Nordfrankreich geschickt. Alexandra, Isabel und Stefan bestätigen Davids Aussage und sagen, dass sie selbst nichts mit der Tat zu tun hätten. Die Polizei zweifelt aber an diesem Ablauf. Zum einen ist es nahezu unmöglich, dass David das alles in einer Nacht geschafft haben soll. Allein das gesamte Haus zu putzen hätte viele Stunden gedauert. Er muss also Hilfe gehabt haben. Und zum anderen fand man an der Stelle, an der die Leichen verbrannt wurden, nur noch minimale Knochenreste der Familie. Um 5 Leichen fast rückstandslos zu verbrennen, bei Minusgraden und Schnee, hätte man viele Mengen an Benzin, aber vor allem einige Stunden an Zeit benötigt. Nach 3 Stunden, so wie von David angegeben, wäre noch nicht mal ansatzweise alles verbrannt. Außerdem sagte David aus, dass er Holz zum Befeuern und als Fundament nahm. Rechnungen zufolge hätte man aber rund 800 Kilo Holz benötigt, um ein Feuer in der Größe über so viele Stunden aufrechtzuerhalten. Denkt, wie gesagt, daran, dass es zu dieser Zeit in den Alpen windig und eiskalt war. In der Gegend lag außerdem recht hoher Schnee. Dort ein großes Feuer lange brennen zu lassen, funktioniert nicht so leicht wie bei uns hier. Auch die Leichen auf den Holzstapel draufzuhieven, wäre allein nicht so einfach zu bewerkstelligen. All das sagt aber noch etwas über die Tat aus. Sie muss geplant gewesen sein. Er hat Javier nicht aus Affekt getötet. Stefan gibt schließlich nach einem mehrstündigen Verhör zu, dass David und er die Tat gemeinsam geplant hatten. Sie seien bereits am 9. April zu dem Haus der Familie gegangen mit dem Plan, dass er die Kinder und David die Eltern töten würden. Doch vor dem Haus kommt es zu einem Streit. Stefan zweifelt und möchte den Mord doch nicht mehr begehen. David ist wütend und sagt, dass er feige sei. Die beiden brechen die Planung ab und David kehrt ein paar Tage später allein zum Chalet der Flaktivs zurück, um diese zu töten.
Alexandra bestätigt schließlich auch diesen Verlauf und fügt hinzu, dass David neidisch war und den Mord bereits seit Wochen plante. In den Monaten zuvor habe er durch seinen Neid einen regelrechten Hass auf die Familie entwickelt. David bleibt daraufhin in Untersuchungshaft und die anderen drei werden wegen Vertuschung eines Mordes angeklagt. Unklar ist dennoch, ob David den Mord allein beging. Darüber soll eine Blutspuranalyse Aufschluss geben. Man kommt zu dem Ergebnis, dass Rafier durch einen Schuss getötet wurde. Alle anderen Familienmitglieder starben durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Eine Analyse der Telefonate der Familie ergab außerdem, dass Graziella noch um 17.30 Uhr telefonierte und Rafier noch um kurz nach 18 Uhr. Abschließend rekonstruiert man die Tat wie folgt. Gegen 17 Uhr kamen die Kinder aus der Schule nach Hause. Bald darauf muss sich David Zugang zu dem Haus verschafft haben. Entweder klingelte er einfach, oder er kam bereits mit den Kindern ins Chalet, als diese nach Hause kamen. Zunächst überwältigte David den 7-jährigen Gregory und tötete ihn im Wohnzimmer. Die 10-jährige Sarah bekam das Ganze mit und versuchte zu flüchten. Zunächst vermutlich durch die Hintertür, doch diese war verschlossen. Auf dem Weg zur Eingangstür holte David sie ein und tötete sie. Letizia, die ganze Zeit oben im Kinderzimmer war, hörte ihre Geschwister weinen und schreien und versteckte sich hinter dem Bett. Als die Schreie verstummten, ahnte sie vielleicht bereits, dass sie die Nächste sein würde. David kam die Treppe rauf, fand sie hinter dem Bett und schlug auf sie ein, bis sie durch die starken Kopfverletzungen verstarb. Graziella befand sich die ganze Zeit in der im Keller gelegenen Waschküche und bekam von dem Mord an ihren Kindern nichts mit. Vermutlich hörte sie entweder Musik oder die lauten Waschmaschinen und geschlossenen Türen genügten, um die Schreie in den oberen Stockwerken verstummen zu lassen. Eben dort wurde sie überwältigt und ermordet. Javier kam erst einige Zeit später nach Hause. David hat dort auf ihn gewartet und es kam zu einem Kampf zwischen den beiden Männern, der darin endete, dass David ihn erschoss. Als man David damit konfrontiert, gesteht er, dass es so war und fügt noch hinzu, dass er gemeinsam mit Stefan die Leichen über mehrere Tage hinweg verbrannt habe. Man vermutet, dass er darüber hinaus auch noch Hilfe beim Reinigen des Hauses hatte. Ob nur Stefan ihm half oder auch Isabelle und Alexandra ist unklar. In einem Brief von David an seinen Vater schreibt dieser, dass er einen Aussetzer gehabt habe. Psychologische Untersuchungen bestätigen aber, dass er schuldfähig ist und die ganze Zeit über in der Lage war, logisch zu denken. Er habe lediglich eine unreife Persönlichkeit. Das wird ihm von Ärzten attestiert. Anderthalb Monate später widerruft David sein Geständnis und sagt, er habe die Tat nicht begangen. Er sei unschuldig. Die Beweise gegen ihn sind aber ausreichend. Und so wird er 2006 zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Das heißt, dass er mindestens 22 Jahre in Haft bleiben muss. David legt Berufung ein, zieht diese allerdings kurz darauf selbst wieder zurück. Stefan Haremsa wird wegen Mittäterschaft zu 15 Jahren Haft verurteilt. Alexandra Lefevre wird zu 10 Jahren Haft wegen Vertuschung einer Straftat und verbrecherischem Komplott verurteilt. Isabelle Haremsa wird aus den gleichen Gründen zu 7 Jahren Haft verurteilt. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Neid ist eine der 7 Todsünden und im heutigen Fall hat sie 5 Menschen das Leben gekostet. Besonders leid tun mir die Kinder. Man kann sich kaum ausmalen, was für eine Angst Letizia gehabt haben muss, als sie sich hinter ihrem Bett versteckte und hörte, wie David, der gerade ihre Geschwister ermordet hat, Schritt für Schritt die Treppe zu ihr raufkam. Und das alles nur, weil er missgünstig war und ihnen ihr luxuriöses Leben nicht gönnte. Was denkt ihr zu dem Fall? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst auch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo. Damit hilft ihr dem Kanal wirklich extrem weiter. Und aktiviert auch gerne die Glocke, denn so bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion. Und durch viel Interaktion schlägt YouTube das Video vielleicht Leuten vor, die den Kanal noch nicht abonniert haben. In der Infobox findet ihr auch Links zu meinem Discord, wo ihr auch über Fälle diskutieren könnt, und zu Instagram, wo ihr ab und an Bilder von mir seht, Behind the Scenes oder Umfragen gemacht werden. Also sollte euch das interessieren, schaut auch gerne dort vorbei. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich danke euch vielmals für euren Support und dass ihr euch das Video bis hierhin angesehen habt und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, ciao.